Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und heute machen wir das Dokkan-Event, das neueste Dokkan-Event, die neueste Stage des Super Vegito-Events, damit ihr auch seht, wie das Ganze läuft, was ihr da beachten müsst. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns auf jeden Fall sofort mal die Informationen an. Wenn wir uns die Informationen ansehen, dann sehen wir ganz klar, okay, offiziell ist quasi jetzt der farmere Vegito in den News, sage ich mal, im Spiel als Nachricht. Ihr könnt ihn da farmen für jeden farmeren Vegito. Also Base von Vegito ist das jetzt die farmbare Essay. Auf Stage 1 Job dieser Junge. Stage 3, die Sache ist die. Ist einmal auf Z-Hard, einmal auf Super 2. Minimum-Medaillen, die da droppen auf Z-Hard sind 3 und Maximum, ich glaube, es ist so zwischen 3 bis 6, wenn mich alles täuscht. 3 bis 5, 3 bis 6. Aber auf Super 2 droppen die Medaillen 7 Mal. Und das sind neue Vegito-Medaillen, also passt auf. Ja, so sind die alten aus vom Agility, vom physischen sind das aber neue. Zudem. Wenn sich Goku und Vegeta einmal fusionieren, heißt, sobald wir gegen Vegito kämpfen, auch in der Baseform, können wir ihn nicht stunnen. Und die Sache mit Vegito ist folgende. Er ist sehr tanky. Er ist sehr tanky und macht Schaden, aber Charaktere mit dem Link-Skill Fierce Battle annullieren seine Barriere. Denn bei Super Vegito ist das so, dass er quasi eine Barriere sich aufbaut und dadurch sehr, sehr tanky wird und kaum Schaden nimmt. Aber wenn ihr Charaktere mit dem Link-Skill Fierce Battle habt, und wir wissen, Fierce Battle haben sehr viele Charaktere, die ein Dokkan Awakening erfahren haben durch ein Dokkan Event, dann tut ihr das Ganze annullieren und macht Schaden gegen ihn. Also in Sachen Teambild wäre es auf jeden Fall an der Stelle sehr empfehlenswert, wenn ihr euch ein Team aus 6 Charakteren bauen könnt, die Fierce Battle haben. Und dabei könnt ihr wirklich jedes Team nehmen, sei es 120% Leader, könnt ihr auf jeden Fall euch empfehlen, damit solltet ihr klarkommen, oder ganz ein Kategorie-Team. Wir werden gleich sehen, was für ein Team ich nehmen werde, denn da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Anyways, dann ganz klar, ja, das haben wir gerade abgesprochen. Stage 1 droppt der neue. Die Runden sehen so aus: Wir kämpfen in der ersten Runde gegen Goku, Vegeta, Super Strength Type, Super Int Type, dann gegen Vegito Base vom Agility Type und dann Phase 3 und 4 gegen den neuen Super Vegito. So sieht der ganze Dude aus. Unser neuer Boy Super Vegito 77 mit einem braucht ihr für ihn. Falls ihr Fragen zu ihm habt und was er alles kann, ob ihr für ihn summen solltet, schaut im letzten Video vorbei auf jeden Fall. Beziehungsweise ein Video zu den Lunar New Year Celebration. Und ansonsten ist alles beim Alten, also würde ich sagen, ich suche immer meinen Leader raus, denn ich werde das Ganze angehen, beziehungsweise meinen Friends, mit einem LR Broly Team. Warum LR Broly Team? Denn wir haben über 2 Runden Kämpfe gegen physisch Super Vegito, heißt, wir haben einen Typenvorteil mit einem LR Broly Team. Warum speziell LR Broly Team? Weil er quasi jeden Strength-Charakter nehmen könnt und quasi dann nimmt ihr einfach die Besten der Besten und habt dann alle Charaktere mit Fierce Battle. So wird das Ganze bei mir dann quasi aussehen und da sind wir dann quasi im Vorteil, weil wir da ein gutes Team bauen können mit Fierce Battle. Natürlich könnt ihr auch ein Super-Strength-Team bauen, zum Beispiel mit Super Saiyan 2, Vegeta und Bulma. Warum spreche ich gerade ihn speziell an? Denn er hat kein Fierce Battle und das ist dann merkbar, dass er nicht so viel Schaden macht. Deswegen wäre es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es auch mit dem Super Strength Team versucht, habe es geschafft. Mit dem Extreme Strength auch. Aber da hast du schon ganz klar gemerkt, da wäre es besser, wenn jeder Fierce Battle hat. Denn sonst machen wir kaum Schaden. Deswegen habe ich hier an der Stelle ein LR Broly Team. Mein LR Broly Team sieht so aus. Ich habe darauf geachtet, dass viele Charaktere prepared for Battle haben. Wir haben 2 Supporter drin, die auch Fierce Battle haben. Nur Bardock hat das, dieser Dude hat jetzt nicht Fierce Battle. Ja. An der Stelle ist das nicht so schlimm, wenn ein Charakter kein Fierce Battle hat, wenn dieser Charakter ein Support-Charakter ist, weil er eh nicht dazu da ist, Schaden zu machen, sondern eher zu supporten. Aber viel wichtiger ist, warum ich ihn mitgenommen habe, denn er hat Saiyan Lineage und Prepared for Battle und das sind die einzigen Keyling-Skills, die LR Broly bekommen. Deswegen habe ich mich für ihn entschieden, aber der Bardock an der Stelle hat Fierce Battle, Janemba, Goku, Gogeta auch. Items nehmen wir Zenzubin, ihr könnt nicht stunnen, also bringt ein Stun-Item quasi nichts. Machen wir das Ganze so, die Standard-Items, würde ich mal sagen. Und eben ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir Fierce Battle haben, mehr oder weniger, ja, die Mehrzahl. Und an der Stelle hat ein Charakter das nicht, aber wie gesagt, er ist Supporter, also ist gar nicht so schlimm. Natürlich ist es quasi dann in dem Sinne schlimm, wäre es schlimmer, wenn ihr quasi... Also mit ihm wird es immer so sein, egal in welche Runde er kommt, jeder wird Fierce Battle haben. In jeder Runde ist Fierce Battle, ist der Linkse getriggert. Hättet ihr aber schon 2 Charaktere, wäre die Chance da, dass ihr nicht in jeder Runde Fierce Battle habt und das könnte ein Problem werden. Deswegen Leute, auf sowas könnt ihr auch achten und dann quasi
Muss nicht jeder Fierce Battle haben, aber es wäre natürlich vorteilhafter für euch. Aber wir gucken mal, wie sich ein Ally-Team denn so schlägt. Wir wissen, Ally-Teams geben Monotypen, also in dem Fall Broly gibt der Strength-Charakteren Ki plus 3 auf 490%. Das sind quasi, das waren die alten geilen Leader, sage ich mal, die Ally-Leader. Aber gucken wir mal, sie sollten sich eigentlich dann noch sehr, sehr gut schlagen. An der Stelle auch, dieser Linkskill Fierce Battle ist erst gültig ab der dritten Runde. Also ab dem wir gegen physisch Super Vegito kämpfen. Davor nicht. Davor machen wir Schaden gegen sie. Und davor würde ich sagen, wir wollen auf jeden Fall AOE-Damage von Broly. Ich will Broly, wenn es geht, wirklich mit dem zusammenlassen. Denn er gibt ihm gute Linkskills, wie wir sehen. Und ansonsten soll Broly zusammen ihn AOE-Damage machen. Und gut ist dann, sage ich. Also Broly sollte das auf jeden Fall klären. Anyways, Leute, wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid auf dem Channel, dann werdet Teil der Hashtag OverZFighter. Und drückt auf den Abo-Button, würde mich sehr freuen. Jede Unterstützung da an der Stelle auf jeden Fall. Crit, nice. Und auf Crit, oh, sehr gut. Und das war's auch schon. Crit ist halt das, worauf wir hoffen müssen in der Runde. GG. Aber in der Runde haben wir Typen-Nachteil. Das unterschätzt diese Runde nicht. Er macht sehr viel Schaden, man kann ihn nicht stunnen. Sein Links ist zwar... Also sein Links ist der aktiviert, Enemy Link Skill, steht auch dran. Aber Fierce Battle können wir noch nicht aktivieren, das gilt erst ab Super Vegito. Deswegen war es für mich hier wichtig, dass ich auf jeden Fall einen Charakter mitnehme, der tanky ist oder Dodge oder sonst was in der Art. Und das ist halt Janemba. Deswegen habe ich auch für dieses Team entschieden. Aber ihr seht schon, die Link Skills, muss da schon stimmen, das Team quasi. Kommt mit Gogeta nicht ulten, macht an der Stelle nichts. Wir müssen. Gogeta ist an der Stelle in der Runde auf jeden Fall wichtig, weil er gegen jeden sehr effektiven Schaden macht. Wir haben leider mit ihm nicht ulten können, aber zumindest haben wir Janemba da, der das mehr oder weniger tanken wird oder zumindest dodgen wird. Und auf Crits müssen wir halt hoffen, ganz klar. Auf geht's, Janemba. Ich wollte schon sagen, dodge mal. In deinem Event dodge du nonstop, jetzt sollst du mal hier dodgen. Okay, cool, wir haben gesehen, 33.000 Schaden. Müssen wir echt aufpassen, auf jeden Fall. Gut, hier könnte das Ganze ein bisschen gefährlicher werden. Wir kriegen keine Ulti mit Goku, das ist überhaupt nicht gut. Ich würde anstelle King Yama aktivieren, denn Goku hat noch nicht einmal geultet, heißt er ist nicht tanky. Broly nach links würde ich ungern stellen. Yeah, der kommt dann auch nicht auf die Ulti. Lalala, wisst ihr was, wir machen das so. Wir machen es so, wir haben King Yama aktiviert, heißt wir bekommen 50% weniger Schaden, beziehungsweise 50% ist unsere Verteidigung gestiegen, sorry. 50% richtig für eine Runde. Oh, ich wollte schon sagen, ich kann mit Goku wenig ulten, aber ich kann mit den ulten. Heißt, wir sollten das mehr oder weniger, hoffe ich, überleben. Dann King Yama die Runde. Mir war es halt wichtig, diesen Trunks auf jeden Fall mit Broly zu halten, wegen den Healing Skills. Und Goku habe ich dann ganz nach rechts gestellt, denn erst nachdem er ultet, bekommt er 30% auf seine Verteidigung. Um nachdem Broly ultet, bekommt er Negativwerte auf seine Verteidigung. Deswegen wollte ich ihn da nicht hinstellen, wo wir angegriffen werden. Zumal wir einen Typen-Nachteil haben. Aber! Komm, Kakarot. Ein Crit. Mehr brauchen wir von dir an der Stelle nicht. Kein Crit. Egal. Aber mit dem Strength-Team müsst ihr auf jeden Fall in der Runde aufpassen, Leute. Also unterschätzt das ja nicht. Gut. Dann Janemba. So, das... Oh Gott, keine Ulti auf Broly. Janemba muss das hier beenden, sonst ist es ein bisschen schwierig. Also kein gutes Key-Management, Orb-Management, sag ich mal. Ich dachte mir, ich gebe die Orbs Janemba. Hätte... Ja, komm, perfekt, Janemba. Janemba lässt uns hier nicht im Stich und krittet sogar. Sehr gut. So, ab der Runde zählt unser Linkskill, Leute. Und wir können ihn nicht stunnen. Ich würde das Ganze so aufstellen, denn wie gesagt, wenn wir mit Broly ulten, bekommen wir Negativwerte. Mir wäre es auch wichtig, wenn wir sehr viel aus dem Broly bekommen, damit wir hier seine Ultra Super Attack launchen, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Der Schaden von Vegito will ich nicht unterschätzen, auch wenn wir Typenvorteile haben. Deswegen heal ich mich mal. Und ansonsten lassen wir das Ganze mal hier rauslaufen. Let's go! Hätte ich geschaut, ob wir ihn one-shotten können mit der Combo, ja. Vor allem Gogeta, seine Passive, Broly mit zwei Ultis, mit Fierce Battle aktiviert. Heißt, wir machen Schaden gegen ihn. Wir haben seinen Linkskill Enemy Passive, sag ich mal, vom Dokument annulliert. Das seht ihr auch, wenn die Linkskills hier orange aufleuchten immer. Und. Oh my, yeah. Genau das wollte ich sehen. Genau das
wollte ich an der Stelle sehen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Und John Ember legen wir ganz nach links. Er soll einfach nur quasi tanken, aber er wird auch ulten. Das ist schön zu sehen. Brokkoli kommt hinterher und Kakarot auch. Eigentlich sollten wir den hier in der Runde rausnehmen. Eigentlich. Let's go, gucken wir mal. Ja. Wen wolltest du gerade ulten? John Ember, den Meister des Dodgens? Ich glaube heute nicht, mein Freund. Ja, komm. Dodging Games. Aber Brokkoli sollte das auf jeden Fall klären hier an der Stelle. Da habe ich keine Zweifel. Wenn nicht, dann haben wir noch Goku da, der... Ja, GG. Seht ihr, Leute, wenn ihr auf sowas achtet, ist immer ganz wichtig, das versuche ich immer euch ans Herzen zu legen, auf Gegebenheiten, auf Effekte, auf Passives eines Dokkan-Events, denn jedes Dokkan-Event ist anders. Jedes Dokkan-Event funktioniert anders und wenn ihr da auf das richtige Team achtet, auf die richtige Link-Skills Passive, womit ihr die Passive des Gegners annullieren könnt, dann habt ihr es auf jeden Fall viel, viel leichter. Natürlich müssen wir noch ein bisschen zum Beispiel mal negativ hinnehmen. Zum Beispiel hatten wir in der zweiten Runde einen Typennachteil. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, wäre gut, wenn wir einen Tank da haben, mit Items uns aushelfen. Und dann hat das Ganze noch ganz gut geklappt, würde ich sagen, an der Stelle. Und genau. Aber wie gesagt, mit jedem Kategorie-Team würde es auch auf jeden Fall auch gehen. Achtet darauf, dass wirklich viele Charaktere von euch fürs Battle haben. Jedes andere 120%-Team geht auch. Aber wir sehen, Adam Brody schlägt da auch auf jeden Fall zu wie eine Bombe, will ich mal sagen. An der Stelle, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like, wie gesagt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.